Im alten Dorf in Setzgitter-Lebenstedt wurde wieder fleißig getrommelt. Bereits zum 28. Mal lud die Stadt und der musikalische Leiter sowie Organisator Rally Lewitzki zum internationalen Drummer-Meeting ein. Vom 30. September bis zum 3. Oktober unterrichteten weltbekannte Schlagzeuger in sogenannten Masterclasses und zeigten Tipps und Tricks in ihrem Handwerk. Let's try to add the accent. We have an accent. Auch Bandmitglieder wie Gitarristen, Keyboarder oder Bassisten kamen nicht zu kurz. Sie konnten sich für ein zweitägiges Special anmelden, bei dem das rhythmische Zusammenspiel geschult wurde. Die Teilnehmer konnten hierbei von der großen Erfahrung des Dozenten Professor Frank Eid profitieren, welcher bereits mit Musikern wie Howard Carpendale oder Matthias Reim auf der Bühne stand. Natürlich gab es auch in diesem Jahr wieder Konzerte für alle. Neben dem allzeit bekannten Dozentenkonzert gab es zum allerersten Mal auch ein Teilnehmerkonzert. Sowohl Drummer, Percussionisten sowie die Teilnehmer aus dem Special Workshop konnten hier ihr Können unter Beweis stellen. Etwas ganz Besonderes war jedoch vor allem das Auftaktkonzert am Freitag. Die All-Star-Band Drums United war dafür extra angereist. 7 Meistertrommler aus 4 Erdteilen nahmen das Publikum mit auf eine kleine Weltreise in Sachen Musik und untermalten das Ganze mit kleinen Tanz-, Jonglage- und Sprechgesangseinlagen. Das Konzept dieser Gruppe ist Percussion zusammen zu spielen aus der ganzen Welt und auch ein bisschen zu erzählen ans Publikum, woher diese Trommeln kommen, was das Verbindnis ist zwischen dieser Kultur und zwischen diesen Rhythmen. Und für jedes Mitglied ist es auch ganz interessant, weil jeder muss lernen von der anderen. Zum Beispiel, wir müssen alle einen senegalesischen Groove lernen oder japanische Sachen oder brasilianische Sachen und so weiter und so weiter. Also das ist das Konzept von dieser Gruppe, dass all diese Leute aus diesen verschiedenen Ländern zusammen können arbeiten, musizieren und auch etwas Neues machen zusammen. Die Zusammensetzung der Bandmitglieder ändert sich immer mal wieder, erzählt uns Van Merwick. Gerade kommt die Gruppe aus China zurück und freut sich ganz besonders darauf, mal wieder in Deutschland zu spielen. Immer wenn wir in Deutschland spielen, sagen wir, oh, wir gehen nach Deutschland, super Publikum, hören gut zu, sind sehr enthusiast. Also macht immer ganz viel Spaß, hier zu spielen. Spaß hatten auch die Zuschauer, welche aus dem Schwärmen gar nicht mehr rauskamen. Das Können der einzelnen Leute war brillant. Jeder Einzelne hat hier im Grunde genommen Dinge gezeigt, die auch vom Schwierigkeitsgrad her sehr anspruchsvoll sind. Und das in einer Perfektion, also ich war sprachlos, mir hat das sehr gut gefallen. Wunderschön, an diesem Ort, bei diesem wunderbaren Festival, solche Leute hier zu treffen von aller Welt. Ich bin total begeistert. Ein grandioser Auftakt für das 28. internationale Drummer Meeting, welches mit tollen Workshops und Konzerten auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg war.